Viele Schulen sind geschlossen, auch viele Kitas dicht. Darunter leiden Eltern, aber vor allem die Kinder und Jugendlichen. Auch sie brauchen Schutz. Wann also gibt es endlich auch für unsere Jüngsten eine Corona-Impfung? Die Impfungen für Erwachsene schreiten voran. Bald schon sollen die Prioritätengruppen fallen. Kanzlerin Merkel geht davon aus, dass die 12- bis 15-Jährigen ab Sommer geimpft werden können. Das wäre so wichtig, auch für eine Rückkehr zur Normalität. BioNTech, Pfizer haben jetzt die Zulassung für einen Impfstoff für Jugendliche bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt. Gibt es also Hoffnung, dass es jetzt bald losgehen kann? Darüber will ich sprechen mit Professor Jörg Dötsch, Kinder- und Jugendarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Ja, wie lange wird es also dauern? Wann werden aus Ihrer Sicht die ersten Kinder und Jugendlichen geimpft werden können? Ja, zunächst einmal haben wir uns sehr gefreut, davon zu erfahren, dass heute wirklich der Antrag auf Zulassung an die EMA gegangen ist. Was für uns ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass die EMA jetzt mit genügend Zeit und mit sehr viel Sorgfalt und Genauigkeit prüft, dass das Medikament, denn der Impfstoff ist ja ein Medikament, auch bei Kindern und Jugendlichen mit höchstmöglicher Sicherheit eingesetzt werden kann. Zum Zweiten ist es für uns natürlich auch noch sehr wichtig, dass die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die ja dann die genauen Empfehlungen ausgibt, wie, in welcher Reihenfolge und mit welchen Abständen geimpft werden soll, dass diese sich auch noch dann äußert, bis es mit den Impfungen dann losgehen kann. Und auch wir hoffen, ähnlich wie die Politiker, darauf, dass das im Spätsommer der Fall sein wird. Zunächst sind die 12- bis 15-Jährigen dran. Wann die Kinder unter 12 Jahren? Können Sie da auch schon in die Zukunft blicken? Ja, nicht genau. Aber was uns sehr erfreut natürlich, ist, dass BioNTech Pfizer bereits einen Prüfplan für die Kinder unter 12 Jahren, also ab einem halben Jahr bis 11 Jahre, erarbeitet hat. Die Kinder werden in drei Gruppen getestet, in unterschiedlichen Altersklassen und mit unterschiedlichen Mengen an Wirkstoff. Und wir hoffen sehr, dass im Laufe des zweiten Halbjahres hierzu dann die Daten eingehen, sodass hoffentlich im ersten Halbjahr nächsten Jahres auch die noch jüngeren Kinder geimpft werden können. Mhm. BioNTech Pfizer hatte also die Zulassung für den Impfstoff für Jugendliche und Kinder beantragt. Da läuft ein Prüfverfahren. Aber dennoch muss man ja auch sagen, gerade frühe Tests an Kindern, da haben ja so manche Bauchschmerzen. Ja, das ist völlig richtig. Also für Kinder muss eine besondere Sorgfalt gelten. Es ist so, dass weder ein Medikament noch eine Impfung bei Kindern getestet werden darf, ohne dass ein direkter Nutzen für die Kinder und Jugendlichen besteht. Und dieser direkte Nutzen besteht natürlich darin, dass bei Kindern die Krankheit verhindert wird. Auch wenn wir zum Glück sagen können, dass die Erkrankung im Kindes- und Jugendalter nicht so schwer verläuft wie bei den Erwachsenen, so kann ihnen dennoch eine Erkrankung und ein womöglich auch ein Krankenhausaufenthalt erspart bleiben. Zum Zweiten würde eine Impfung natürlich dazu führen, dass ihre Teilhabe am sozialen Leben, am Schulunterricht wieder leichter möglich ist. Sie wären möglicherweise mit den Lockerungen, die für Geimpfte jetzt kommen sollen, nicht mehr der Quarantänepflicht unterliegen. Und ebenso würde natürlich insgesamt, wenn die Pandemie zum Stillstand kommt und alle Menschen wieder einen normalen Alltag leben können, würden auch die Kinder und Jugendlichen davon profitieren. Aber Herr Professor, es gibt ja durchaus auch unter Medizinern die Meinung, dass Kinder, wenn man die gegen Corona impft, das sei eigentlich fremdnützig, also vor allem um die Älteren zu schützen. Also ist das Impfen von Kindern, abgesehen bei Kindern mit besonderen Infektionsrisiken, ethisch vertretbar? Aus den Gründen heraus, dass auch Kinder geschützt werden können, die eventuell einen schwereren Verlauf hätten und dass den Kindern erspart wird, dass sie unter den Maßnahmen, die eben zur Pandemievermeidung oder zur Pandemieeindämmung ergriffen werden, leiden, haben die Kinder einen nachweisbaren Selbstnutzen, immer vorausgesetzt, dass dies eine Auffassung ist, die von der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, und von der Ständigen Impfkommission bei den genaueren Prüfungen auch geteilt wird. Mhm. Vor den Tests an Kindern muss ja klar sein, dass es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bei Erwachsenen gibt. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Zulassungsbeantragung bei BioNTech, Pfizer, bei AstraZeneca. Da gab es in Einzelfällen durchaus schwere Nebenwirkungen, sogar Tote im Zusammenhang mit der Impfung.
Richtig. Also das ist genau diese Frage, mit der sich jetzt die Prüfbehörden beschäftigen müssen. Ist der Nutzen durch die Impfung höher als als potenzielle Nebenwirkungen? Deswegen dauert das jetzt auch so lange und deswegen muss das so sorgfältig gemacht werden. Denn was natürlich auf jeden Fall vermieden werden muss, ist, dass am Schluss eine Nebenwirkung unterschätzt wird, die jetzt schon bekannt ist. Da sind wir ganz klar der Meinung, dass beispielsweise eine Notfallzulassung, wie sie in anderen Ländern in Erwägung gezogen wird oder schon bereits umgesetzt wurde, für uns überhaupt nicht in Frage kommt. Denn es geht um die höchstmögliche Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen. Was weiß man denn bislang über die Wirksamkeit des Impfstoffes bei Kindern und Jugendlichen? Die Daten, die BioNTech/Pfizer vorgelegt hat, sind ja sehr vielversprechend. Also es ist auch hier so, dass man davon ausgehen kann, zumindest ist das was in den Vorabveröffentlichungen zum Ausdruck kam, dass sie über 90% liegt, so wie bei den Erwachsenen auch. Manche sprechen sogar von fast 100%iger Effektivität. Also wir hoffen sehr, dass es ähnlich ist wie bei Erwachsenen, dass die Impfung doch nicht nur mit einer sehr hohen Sicherheit, sondern auch mit einem sehr hohen Wirkgrad verbunden ist. Mhm. Wird denn der Impfstoff gut vertragen? Gibt es da Nebenwirkungen? Was weiß man dazu? Ja, also wir kennen jetzt die Impfnebenwirkungen natürlich aus dem Bereich der Erwachsenen und auch der jungen Erwachsenen, die ein gutes Immunsystem haben. Da ist es oft so, dass insbesondere bei der zweiten Impfung das Immunsystem sehr stark schon zum Ausdruck bringt, dass es auf die erste Impfung bereits wirksame Antikörper und eine wirksame Abwehrreaktion gebildet hat. Und das merkt man dann natürlich, wenn man die zweite Dosierung des Impfstoffs bekommt, dass dann nicht nur der Arm wehtut, sondern dass man auch eben über Fieber und grippale Symptome klagt. Das ist aber etwas, was wir auch von anderen Impfungen kennen. Das kennen wir von der Grippe, also der echten Grippeimpfung, der Influenza-Impfung. Das kennen wir von Impfungen wie Masern, Mumps, Röteln. Und es ist etwas, was wir sehr schnell doch glücklicherweise in den Griff bekommen und was nur von kürzer Dauer ist. Mhm. Langzeituntersuchungen würde es ja erst viel später geben können. Aus Ihrer Sicht bergen die Impfungen von Kindern und Jugendlichen immer ein Stück weit an Restrisiko oder was sagen Sie dazu? Wir können natürlich nie ausschließen, wie ein Risiko sich in die Zukunft fortpflanzt. Das ist ganz klar, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand seriös sagen kann. Andererseits ist es eben so, dass deswegen genau diese Frage auch bei der Prüfung natürlich gestellt wird. Müssen wir möglicherweise mit irgendwelchen Folgeschäden in Jahren rechnen? Gibt es genügend Daten aus vergleichbaren Anwendungen, die uns signalisieren, dass dieser Schaden bei Kindern und Jugendlichen nicht zu erwarten ist? Und erst wenn diese Frage mit hinreichender Sicherheit beantwortet ist durch die EMA und auch wenn die STIKO sich dem anschließt, erst dann wird es eine entsprechende Empfehlung geben können. Mhm. Jetzt gibt ja auch die britische Corona-Mutation. Seit dem Auftreten dieser Mutante wächst auch die Sorge. Welchen Einfluss hat die zum Beispiel auch auf die Krankheitsverläufe bei Kindern? Ja, zum Glück, wir hatten am Anfang befürchtet, dass die Krankheitsverläufe sich auch schwerer darstellen. Zum Glück hat sich das nicht bewahrheitet. Wir sehen zum Glück auch nicht vermehrt Aufnahmen jetzt in der dritten Welle der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen. Wir sehen auch keine schwereren Verläufe in der dritten Welle. Im Gegenteil, wir sind glücklicherweise jetzt doch insbesondere auf dieses zweite Kranksein, die überschießende Immunreaktion im Sinne des PIMS-Syndroms, letztlich doch mittlerweile auch so weit fortgeschritten in der Anwendung von Medikamenten, dass wir den Kindern sehr schnell helfen können und dass sie oft, wenn sie die Erkrankung haben, nur noch wenige Tage bei uns im Krankenhaus verbringen. Also insgesamt muss man sagen, bleibt es dabei. Der Verlauf der Erkrankung für Kinder und Jugendliche ist lange nicht so schwer wie für Erwachsene, insbesondere für ältere Erwachsene. Und zusätzlich haben wir in dem Jahr deutliche Fortschritte bei der Behandlung der Erkrankung und ihrer Folgen gemacht. Mhm, nochmal das Stichwort Long-Covid extrem nochmal nachgefragt. Wie sieht es mit den Spät- und Langzeitfolgen bei Kindern aus? Ja, also der eine Punkt ist ja diese verspätete Immunreaktion.
Das ist nach all dem, was wir jetzt wissen, durch die Medikamente gut behandelbar. Die weiteren Folgen, die von Erwachsenen geschildert werden, dazu können wir im Moment noch nicht genügend sagen, denn es sind natürlich Dinge, die sehr lange anhaltend sind und die zum Teil auch in ihrer Nachweismöglichkeit wesentlich schwieriger sind als beispielsweise das PIMS. Das PIMS zeichnet sich durch Fieber aus, durch viele andere Symptome, die direkt sichtbar und nachweisbar sind. Und das ist bei dem Long-Covid im engeren Sinne eben nicht so leicht. Das sind ja oft mehr allgemeine Beschwerden, die eben auch auf etwas anderes hinweisen können. Und das wird deswegen, wenn man das seriös erforschen möchte, dann wird man noch etwas Zeit brauchen. Wir haben von Seiten der Kinder- und Jugendärzte ein Register hierzu erstellt in den letzten Monaten, das die Kinder erfassen soll, die an einem solchen Long-Covid und auch an anderen Covid-Folgen leiden. Und wir hoffen sehr, dass wir in Bälde Daten haben und dann mehr dazu sagen können. Noch eine letzte Frage. Wenn BioNTech Pfizer die Zulassung jetzt erhält für den Impfstoff für Jugendliche, wird es dann eine Impfempfehlung für Kinder gegen das Covid-19 geben? Das hängt sehr stark von der STIKO, der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut ab. Und wir Kinder- und Jugendärzte werden natürlich den Weg mitgehen, den eine Kommission, die aus renommierten Experten auch für das Kindes- und Jugendalter zusammengesetzt ist. Das wird für uns ein wesentlicher Aspekt sein in dem Aussprechen einer Empfehlung. Vielen Dank für dieses Interview und für all Ihre Informationen. Das war Professor Jörg Dötsch, Kinder- und Jugendarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen sehr herzlich und alles Gute.